So, heute sind wir in Albstadt beim Weltcup. Es ist gerade 14.22 Uhr, also vor 22 Minuten wäre eigentlich mein Weltcuprennen statt gewesen. Ich habe mich letzte Woche dann entschieden, doch nicht mitzufahren, weil ich einfach nicht fit war und jetzt erstmal ein bisschen Pause gemacht habe diese Woche. Aber Marc ist unterwegs und wir gehen ihn jetzt erstmal anfeuern und danach fahren wir noch 46 Kilometer Marathon, mein Vater und ich. Und Martin Zähne ist auch noch dabei. Geh mal auf die Strecke und schauen, was Marc so macht. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping light in the skies, all because of you. Auf geht's, Marc, du bist zweitbester Deutscher, Platz 29. Hopp, hopp, hopp! Also, Marc, ja, wie viel das Interview ist heute? Mein drittes oder viertes, glaube ich. Sehr gut. Ja, also heute hat echt alles gestimmt. Ich habe in den letzten Tagen schon gemerkt, dass ich richtig gut drauf bin. Das hat sich heute im Race bestätigt. Ich bin von Platz 112 auf Platz 26 vorgefahren. Das ist im World Cup, glaube ich, ganz akzeptabel. Und jetzt heißt es, die Form nochmal zu optimieren, dass ich vielleicht mal in die Top 20 oder Top 15 vorfahren kann. Alles klar. Ciao. So, hi Leute, jetzt sind schon ein paar Tage vergangen, ich bin gerade am Schneiden vom Video und ich habe mir gedacht, ich mache mal eine Verlosung, ein Gewinnspiel. Und zwar habe ich beim Marathon einen Reifen und einen Schlauch gewonnen und da dachte ich mir, den Schlauch hier könnt ihr mal gewinnen. Kommentiert einfach darunter, abonniert mich und beim nächsten Video veröffentliche ich dann, wer gewonnen hat, ich schreibe denjenigen dann auch an. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao. Haut da rein.